Herzlich willkommen zu Huatiao Zhisheng. Du lernst hier modernes Deutsch, was du sofort im Alltag verwenden kannst. Blitzkurs Nummer 9. Das heutige Thema ist nach Heimat fragen. 就是说问对方的家乡，他从哪里来的? Wieso ist das wichtig, fragst du? Nun, im Gespräch kannst du ihn nach seiner Heimat fragen, wo er herkommt. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil du dein Gegenüber dann besser verstehst, wo er herkommt, was für eine Heimat er hat und du kannst besser nachvollziehen, aus welchem kulturellen Hintergrund er kommt. 就说呢，跟聊天的时候，这是一个很有趣的一个问题，因为你跟他聊天时候，问问他家里在哪儿，老家在哪儿，他从哪里来的，你会更详细的了解他。这样的话，你们俩聊天时候会更顺一些的。 Fangen wir also direkt an. Woher kommst du? 你从哪里来的? Woher kommst du? Oder höflicher? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Was ähnliches kannst du auch fragen. Wo ist deine Heimat? 就是你家，老家在哪里? Wo ist deine Heimat? Höflichkeitsform? Wo ist Ihre Heimat? Wo ist Ihre Heimat? 您家在哪里? 您老家在哪里? 如果他回答的准确的话，没问题。如果他回答不准确的话，比如说他说德国， also das heißt, wenn er nicht genau antwortet, sondern nur sagt, meine Heimat ist Deutschland, dann kannst du genauer nachfragen, wo liegt deine Heimat genau? 具体在哪里? Oder? Wo liegt Ihre Heimat genau? Und um das Gespräch noch etwas weiter fortzuführen, kannst du ausführlicher fragen. Da gibt es zwei Fragen, die du stellen kannst. Zum Beispiel, wofür ist deine Heimat bekannt? 就是你老家那边，它有没有名？有名的是哪里？ 有名是哪些东西？ Wofür ist deine Heimat bekannt? Oder? Wofür ist ihre Heimat bekannt? Und dann kann ja zum Beispiel antworten, Alkohol, Bier, Bratkartoffeln, Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Tourismus und so weiter und so weiter. Und dann kannst du genauer nachfragen, interessant, und was ist das genau? Und so kannst du das Gespräch weiterführen. Also nochmal, wofür ist deine Heimat bekannt? Oder wofür ist ihre Heimat bekannt? Die nächste Frage, die du stellen kannst, ist, was magst du am liebsten an deiner Heimat? 就是说你老家你最喜欢的是哪一点? Was magst du am liebsten an deiner Heimat? Oder die Höflichkeitsform 用您称呼他? Was mögen Sie am liebsten an Ihrer Heimat? Was mögen Sie am liebsten an Ihrer Heimat? Wenn du diese Frage stellst, wird er auch sehr, sehr viel von sich erzählen. Jeder weiß, was er am liebsten mag an seiner Heimat. Jeder hat ein paar Sachen, die er am liebsten mag. Und so wird er auch erzählen. Und dann könntest du ihm zum Beispiel von deiner Heimat erzählen. Und ein flüssiges Gespräch kommt in Gange. So, das war die heutige Lektion bereits. Ich hoffe, du wiederholst diese Wörter oft. Du wendest die im nächsten Gespräch an und fragst einfach deinen Freunden, wo ihre Heimat sind und was ihnen an ihrer Heimat am meisten gefallen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal wünsche ich. Mach's gut. Ciao.